Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fort Solis. Wir stehen vor einem ominösen Aufzug, der uns wahrscheinlich nirgendwo hinbringen wird, denn seine Lampe ist... Aber wir müssen natürlich diese Raumstation hier erkunden. Raumstation, sage ich immer. Diese Planetenstation. Dieses alte Fort Solis Atrium. Denn von hier haben wir einen Notruf empfangen in der letzten Folge. Und dem müssen wir natürlich nachgehen. Pflichtbewusst, wie wir sind, haben wir natürlich als allererstes, nachdem wir diese Raumstation betreten haben, unseren Helm abgesetzt. Großartig. Ist auch gelockt. Okay. Können wir es hier entsperren jetzt? Was so ein bisschen mit den Keycards? Wie bei Resident Evil oder so. Also Level 2 ist zu, Level 3 ist zu. Aber ein neuer Abschnitt steht uns schon frei. Benny thinks someone is on to us. Yeah, he dropped me a message saying he told them it was you. What? Yeah, if only they knew. I can barely use it with credits. It's the perfect crime. Indeed. So, hier können wir nichts tun. Die Tür scheint auch schon wieder zu sein. Private Rooms. Können wir auf die Karte gucken, wo wir gerade sind. Okay. Also gegenüberliegend, die Tür ist offen. Die da drüben. Kommt man denn hier noch durch? Normalerweise gehen die Türen ja hier auch auf. Ah, Fitnessraum. Ui, okay. Erst Bierchen, dann Boxen. Oh, Handgreiflichkeiten. Bling, plus 1 auf Stärke. Sehr gut. Okay. Das war eigentlich das Weggehen vom Boxwerkzeug, aber das wollte er nicht so richtig. Dann auf den Stepper nochmal, klar. In my youth, natürlich alles. Were we even up here back then? Leider bewegt sich da nichts. Man könnte mal so gucken, wie lang man da laufen darf. Ob man das dann einfach mal über Nacht laufen lässt. Nächsten Tag 10 Kilometer. Okay. Schöne Schrittgeschwindigkeit. Perfekt. Hier stehen Getränke rum. Eigentlich ja immer was für unseren Jack. Okay, es bleibt tatsächlich nur der eine... Weg. Aber ist das nicht schön detailliert alles? Sagt mal ehrlich. Oder sieht da herrlich aus? Guck mal, das Handtuch. Schöne Texturen. Also das muss man wirklich sagen. Das sieht wirklich alles sehr, sehr, sehr stimmig aus hier. Außer diese Kratzer auf dem Fußboden. Also das ist schon wirklich cool gemacht. Oh, cool. Dart! Ja, Leute, hier bleiben wir doch. Da müssen wir doch jetzt nicht noch irgendwo anders hingehen. Vielleicht kann man Schläfchen machen bestimmt, ne? I'd never get out of that with my back. Ich dachte es mir fast, aber gut. Man muss es natürlich probieren. Oh, schauen wir mal hier. Auch Dead immer interessant. Man's hand. That's all I need. Gerade Poker gespielt. Dead Man's Hand. Wasser und Achten. Leider können wir nicht nachgucken, was die fünfte Holecard ist. Läuft der Beamer noch? Oh Leute, das sieht aber echt gemütlich aus hier in dieser Stuhl. Ich mag das ja mit den Texturen. Gefällt mir sehr gut. Jetzt reinstellen, geht das auch? Ja. Ach, herrlich. At least Solar had a more engaging premise. Dead Solar? Yeah. I was just an idiot clearly searching a haunted station. I just heard it. For the record, I'm not searching. I'm investigating. Ich mag dieses Self-Referenzielle, wo sie gemerkt hat, oh Mist, das macht er auch gerade. Remember that time you hit a 7-ball on Chris? Lost his mind. I think it was long gone before that.
Yeah. Too many solo jobs out here. You find a table. Mm-hmm. Oh! Nicht schlecht, Kollege Jack. Glanzzeit im Boston. Boston heyday? I could have given you a game. Sure. Es hat irgendwie so ganz viel mit diesen andauernden Gesprächen, so wie bei Firewatch, wenn man mit Henry unterwegs ist und die ganze Zeit der einzigen Person spricht, die man sonst noch so im Kosmos mit dabei hat. Das hat mir da auch immer schon sehr, sehr gut gefallen und hier passt das stimmungsmäßig auch sehr gut. Ich denke, das ist die einzige Zeit, die ich ein Rec-Room empty habe. Du hast endlich die Ruhe und Ruhe, die du immer wolltest. Not quite how I imagined it. Still no sign of anyone. Not a soul. There should at least be an officer around. Yeah, I'll keep looking. Okay, I'll try and access the records from here. See who the officer on duty is. Okay. Level 5, access. Oh, okay, hier kann man direkt einen Sprung. Level 4 direkt übersprungen. Hier kommen nur Top-Level rein. Da ist noch offen. Was? Crew Quarters? Was hier? Geht das auf? Hallo? Made contact? Oh, das sieht doch so aus, als ob da jemand sitzt. Maybe with the shadow of a fridge. I think you may have been up here too long. Ja, oder auch nicht, ne? Doch, das sieht doch so aus, als ob da jemand am Tisch sitzt. Ja, schwierig. Gut gemacht. Sehr stimmungsvoll. Das könnte auch so ein Alien Isolation 2 sein. Aufpassen, dass man hier gar nichts übersieht. Letzte Folge haben wir auch aus Zufall mehr diese Batterie gefunden. Hey! Hey, eine Flagge! Guess what I found? Am I actually supposed to guess? Well, you remember when we first came up here? Before they started arguing over the territory? Yeah. They still have one of those old Earth Force flags. Earth what? Well, not that. I think it was called Earth Expedition Force. It wasn't that either, but yeah, I know what you mean. Well, they still have theirs. And where did you find that? In a supply room. Why are you in a supply room? I miss peanut butter. Took a chance. Priorities. Ja, warum? Wenn es ja wirklich noch Erdnussbutter gibt, warum nicht? Kaus wird dir doch mehr geben als diese eine Flagge, oder nicht? Hier ist Wasser und alles. Hier kann ich nichts weiter machen. Schade. Schade drum, um so einen schönen Raum. Da könnte man ein bisschen Loot verstecken. So, hier ist auch schon wieder zu. What are you doing? I'm resetting the lock. I'll pretend I didn't hear that. What if someone's hurt? It's justified. That's not how it works at all. Okay. But... okay. Also, the most logical place for them to be is their quarters. Ah, hier. Nein, komm. Leute. Überbrückt. So, Private Rooms. Jetzt könnte es doch spannender werden hier noch. Wieder sehr schön hier. Level 1, Access required. Okay, wir müssen wirklich ganz unten anfangen. Level 0 haben wir noch hier. Looks cozy. Life of luxury for some, I guess. How do you know? You can't even see it. It's hard to be worse than the engineering shack at Miner. Level 5, access required. Yeah, that's a fair point.
So Level 3, Level 5, Leute, was sind die, was ist denn hier alles ausgestattet? Linktarts, Hoskins. Habe ich von Hoskins schon was gelesen? Ich glaube ja. Hier ist grün. Level 5 ist grün. Level 4, nee, zählt trotzdem nicht. Aber hier ist eine Tür offen. Oh, ein Spind, der offen ist, ist garantiert Level 5 drin. Keycard. Frontier Projects. Daten werden heruntergeladen. Taylor is becoming increasingly hostile to the work we're trying to do here. He doesn't understand the people we can save. We're so close now. I can feel it. The storms are coming, but once the season passes, we should be able to ship Compound 26 to other sites. It's funny, really. Today I was asked if the cost of our work, if the toll that it's taken was worth it. It's a small price to pay. Ja, noch wissen wir nicht, wie hoch der Preis tatsächlich war. Eine neue Nachricht. Du hast ihn suspendieren lassen? Das geht so weit. Woran bin ich hier beteiligt? Du hast mir versichert, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wir treffen uns morgen früh im Labor. Mit dem Hoskins. Das haben wir schon. Never seen anything like that. It's called a cactus. Sample C26. So, hier haben wir neue Nachrichten. Hallo, es war schön, dich zu sehen. Nur wenige wagen sich raus zu unserer Baracke. Wie gewünscht habe ich dein Passwort zurückgesetzt. Tut mir leid, dass du Probleme mit der Anmeldung hattest. Aber hoffentlich sind die jetzt behoben. Bitte setz dein Passwort zurück, nachdem du dich das erste Mal angemeldet hast. Passwort 020689. Merkt euch das. Hi Helen. Lass doch nochmal von dir hören, bevor es heute Nacht losgeht. Es wäre schön, wenn du mir kurz mitteilen könntest, was du brauchst. Danke, Nick. Helen, nochmal zu unserem Gespräch. Ich sorge mich weiterhin um die Gesundheit von Dicks Team. Ich fürchte, du nimmst das nicht ernst genug. Lass uns doch noch einmal darüber sprechen. Sag Bescheid, wenn du kurz Zeit hast. Wyatt. Helen, der neue Ansatz für die Phasentests hat uns wirklich geholfen, die Wachstumsaspekte der Kandidaten zu isolieren. Urige Phasen waren zu aggressiv. So können wir uns auf die verschiedenen isolierten Proben konzentrieren. Ich glaube, so bekommen wir zukünftig stärkere Chargen. Hallo Helen, wir haben wieder Probleme mit entflogenen Bienen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie in den Anzug eines Kollegen eingedrungen sind. Könntest du das bitte überprüfen? Einige Teammitglieder finden das sehr beunruhigend. Danke, Thorsten. Gut, Thorsten, da kicken wir direkt mal nach. Neues Video hier, oder? Progress, if you can call it that, has been rising since we introduced the new formula. The results we have now can buy us time to... Two, Helen. That's two now. There's nothing to suggest it has anything to do with Compound 26. Liar! They have been transporting this stuff for months! I don't know what to tell you, Wyatt. It has nothing to do with what I'm trying to do here. I have a duty here. And the work you're doing, it needs looking into. Well, unless you have clearance, this is so Troy Baker, I don't right? see that happening. Wyatt? People are getting sick, Helen. They're getting sick. How can you not see that? Because it's not true. It's confirmation bias, Helen. You know it.
still on. Exhaust. Bohrungshangar. Nee, aber wir können auch nichts ändern hier. What on earth is going on here? I could barely hear that. I said, what on earth is going on here? Honestly, I meant the monitor. Ah. Your helmet has a much better mic. Yeah, nice try. Okay, also sie redete von Probe 26. I don't know if I could ever get used to that. Used to what? You know, the weather windows. You mean the climate simulators? Yeah, well, I prefer my name better. Why am I not surprised? Und Probe 26, das hier hieß da auch C26. Nicht, dass wir uns jetzt schon mit irgendwas hier infiziert haben. So, also das ist alles zu, da geht's weiter. Gucken wir noch auf die Karte, ob man nicht links auch noch lang gehen könnte. Wo sind wir denn jetzt? Hier unten. Oder links müsste es auch noch lang gehen. Oh, da ist so eine Tür, die will so ein bisschen, dass wir dort hineingehen. Das ist alles wieder geschlossen. Oh, auf geht gut. Alles klar. So, wieder ein Spind. Und nichts drin, Freunde. Das ist Quatsch, wenn du mich einen Spind aufmachen lässt. Was? Thirsty Martian? Der durstige Marsianer, alles klar. Was haben wir hier? Whoa! This takes me back. Okay, Musik? Schallplatten. Cool. Schade, dass wir die nicht gleich hören können. Und hier ist noch ein Flash Drive. Oh, eine Keycard, oder? Ich glaube, das ist unsere erste Keycard. This should make getting around easier. They won't mind if I borrow it. Schlüsselkarten gewähren Zugang bis zu bislang verschlossenen neuen Bereichen. Oh ja. Neue Bereiche. That's a shame. Place like this must have a secret room somewhere. Das wäre cool gewesen, wenn sich da jetzt die Tür geöffnet hätte. Also Level 1. Welche Tür öffnet sich denn dann jetzt für uns? Vielleicht ist das auch schon mit eingezeichnet. Wir sind hier runtergekommen. Vielleicht das hier. Vielleicht der Part hier. Ich glaube, der war vorher zu, kann das sein? Dass wir jetzt ins Büro können? Oder sind wir von dort gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Es sind irgendwie die Treppen runtergestolziert. Sind wir nicht hier reingekommen? Dann genau, hier, Treppenhaus. Kann man schlecht lesen, ne? Zwei, guck mal. Ein bisschen ranzoomen. Ah. Ach, wie geil ist das denn bitte? Das hätte man doch direkt machen können. Also, wir sind Treppenhaus sind wir reingekommen. Gab es doch hier irgendwo ein Level 1 Gebiet, wo man hätte reinstolzieren können. Jetzt schon leicht verwirrt. Aber gut. Das ist nur mein Ding. Nächstes Schlafquartier. So, wieder ein Spind. Bitte, ist da was drin jetzt? Oh, da oben ist tatsächlich was. So, hier Test-Specimen. Do not open. Können wir mal öffnen, bitte? Einmal? Crazy what these samples go for back home.
Oh nein, da ist noch was. Stopp. Mach die Tür wieder dir auf. Zuvor schnell. Unten war noch was, was geleuchtet hat. Creepy. I'm guessing a flickering light shadow demon. Close. I think I'm looking at a face in the wind. Okay, now I need to know. This some drawing I found. Ah, yes. The scavenger hunt continues. Ist sowas immer schade, dass es dann nur so eine Seite gibt. Ich finde immer sehr, sehr schön sowas. Oh, ein Stein. Und noch eine Unit. Sehr gut. Damit können wir mal wieder irgendein Gerät mit Strom versorgen. Yes, I found a fellow believer of yours. Oh, really? What did you ask them? What triggered the lockdown? What? Exactly. Well, oh, aber Krallenspuren, ne? I hope for my sake that that isn't what actually happened. Jetzt hat er vier Krallen? Oder ist das ganz links hier auch noch eine? Steht jemand auf kratzige Steine? Das war's leider hier auch schon wieder. Nee, da ist noch was. Fast übersehen. A quiet taste, I guess. Seaweed. Seaweed waren Algen, oder? Ich glaube, ja. Oh, da gibt's noch ein neues Poster. Cool. You remember that time we went to see No Escape? Remember it? I'll never get those hours back. Oh, what a show. La Pebble, der Kiesel. Schön. So, Crew Bathroom. Nicht, dass wir da fündig werden, oder? Notruf und dann erstmal schön duschen gehen. Open. Kann man sich hier nicht mal ganz kurz entleeren, wenn man schon fröhlich ist, dass man hier auf keine Bösewichte stößt? Oh, oh. Oh, oh. Da ist natürlich schon mal der erste spannende Faktor. Ist jemand übertrieben mit den Gewichten. Aber mehr nicht, Leute, oder was? Das ist alles. Da ist noch ein Spind offen. Aber wir können dort auch nichts machen. Die drüben sind alle zu. Die Duschen kommt man nicht. Toiletten kommt man nicht. Ist die Frage, wo geht's jetzt lang? Gucken einmal auf die Karte. Also sie sind hier unten. Hier waren wir noch nicht, ne? Was ist das? Bad. Okay, da gehen wir mal hin. Ist ein bisschen schade, dass man die Nachrichten immer nochmal anklicken soll. Ich weiß nicht, wie ihr das seid, aber wenn da eine 5 steht, 5 neue Nachrichten, denkt man natürlich direkt, oh, die muss ich mir angucken. Das sind aber die gleichen Nachrichten, die wir schon auf dem PC-Monitor gesehen haben. There is no one here. Well, try the medical bay. There's always someone on duty. But what if an injury caused the lockdown? Records say it's Wyatt Taylor. Roger. Von Wyatt haben wir schon gehört. Aber wo ist die Krankenstation? Hier drunter. Da ist die Tür allerdings noch zu. Die hier oben ist auch noch zu. Da können wir doch noch gar nicht hin. Das ist Privatbad. Honestly? I couldn't help myself. I'm already down here with nothing but a helmet light. I don't need a soundtrack. How's that helmet working out for you? Just splendid. Good to hear. I still don't know how you even watch those old movies. It's not easy, but it's worth it. Gehen wir wieder zurück. Das können wir alles noch nicht öffnen. Hier war Level 1. Okay, und die Tür ist aber noch in unserem System. Verschlossen.
Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt haben wir einen schönen kleinen Rundgang gemacht. Einmal im Kreis, wunderbar. Welches Level ist das hier? Mir ist auch gar keine Tür aufgefallen, in der so eine Unit fehlte. Wir haben doch diese Batterie aufgenommen. Was er oftmals darauf schließen lässt. Oftmals. Wir haben diese Erfahrung einmal gemacht und das wird gleich empirisch hochgerechnet. Also immer. Wir gucken einmal auf die Karte. Jetzt muss es aber wirklich ein bisschen klappen. Pass auf. Wir wollen zur Krankenstation. So, wir konnten hier oben durch, wir konnten hier nach rechts. Da war dann Feierabend. Kommen wir denn jetzt hier? Das, da kommt man hier lang, ne? Über das Treppenhaus. Schade, dass man hier nicht sehen kann, welche Zugänge man dafür braucht. So, uns wurde aber gesagt, wir sollen zur Krankenstation. Das wäre ja hier raus und dann links. Ist das hier Level 1? Nein, das ist Level 2 schon. Vielleicht gehen wir einfach eins weiter runter. Vielleicht hilft das. Ja, guck mal, das ist doch eine offene Tür. Sehr gut. Medical Bay. Greenhouse. Was? Rich Access. Schade. Warum kann man hier noch nichts machen? Hier auch nichts. Keine Sammelkarte oder irgendwas Schönes. Sammelfigur. Ach, guck mal. Hier braucht man die Unit für. Sehr gut. That's odd. What is? The door. It's been sabotaged. Sabotaged? Something snapped the manual lever off. Something. Stop it, you know what I mean. Why would someone remove the power supply? From the door. Yeah. I have another i5 I can try. These i5s, why did we stop using them? The i5s? They just became too unstable. Any surge would be dangerous. Why? No reason. Do not try to surge that door open. I wouldn't dream of it. Schon lange passiert. Gespräch, was längst in der Vergangenheit eingeholt wurde. Was haben wir hier? Oh Gott, das sieht aus wie Blut, oder? I think there may have been falsche Richtung. Muss nach da gucken. Incident. What makes you think that? Just a feeling I have. A feeling? What, is Officer Taylor there? I'll check. Das ist das Problem, wenn wir uns halt den Boden angucken, wo nichts ist. Wir müssen halt eigentlich nach da gucken, ne? Das wäre dann besser gewesen. Damit man das Blut auch im Bild hat. Aber extra für euch, damit sich hier keiner zu sehr gruselt. Weggedreht vom schwerwiegenden Teil. Lesen. Medizinischer Untersuchungsbericht. Dawson Roberts, 6.2.2037. Untersuchungsdatum 10.2.2080. Anmerkung: Schwindelgefühl, Gewichtsverlust, niedriger Blutdruck. Diagnose: muss innerhalb der Strahlensicherheitsgrenzen bleiben. Potenzielle Strahlenvergiftung. Behandlung: tägliche Verabreichung von Kaliumjodid. Erneute Untersuchung in 2 Wochen. Unterzeichnet Wyatt Taylor? Das ist Wyatt, oder? Das ist der, den wir vorhin gehört haben. Name Salim Aitor. 42. Auch kurz davor untersucht, ein paar Tage. Reizung des rechten Auges und Schwindelgefühl. Diagnose: möglicherweise Symptome einer Strahlenbelastung. Vestibuläre Störung durch den CT-Scan ausgeschlossen. Auch er bekommt eine tägliche Verabreichung von Kaliumiodid.
Termin für den CT-Scanner. Am 12.02. Okay. Inhalt freigeschaltet. Mag ich. Freigeschalteter Inhalt ist immer gut. Bitte nehmen Sie zusätzliche Maßnahmen in Anspruch, um Ihr Team während dieser turbulenten Wetterlage zu unterstützen. Sollte das medizinische Personal Unterstützung benötigen, greifen Sie jederzeit auf unsere fantastischen Dienste zurück. Danke. Wir freuen uns darauf, alle Bewohner heute Abend zum Sternspaziergang einzuladen. Sternspaziergänge erinnern uns an das Spektakel, das dieser Aufenthalt bietet. Wir hoffen, dass alle teilnehmen können. Der Spaziergang beginnt um 19 Uhr. Xavier Ortega, Teamleiter. Werte Bewohner, viele von euch haben von den Verstrahlungsfällen gehört, die ich letzte Woche behandelt habe. Ich bitte euch, die geltenden Sicherheitsvorkehrungen zu Oberflächenbesuchen zu beachten. Seid ein Vorbild und nehmt nicht am heutigen Sternspaziergang teil, wenn ihr denn an meiner Nachricht beschriebenen Symptomen leidet. Bitte wendet euch in diesem Fall direkt an mich, Wyatt. Alles klar. Oh, da sehen wir ihn zum ersten Mal. Okay, some good news. I think my work here is beginning to pay off. Todd's team is finally beginning to listen to my warnings about exposure. They recorded higher rad levels at the site this week, and I've had to treat two of his staff for radiation sickness. Dawson is showing signs of hypotension, and Celine complained of dizziness. Die beiden haben wir gerade gelesen. Current treatment is daily administration of potassium iodide. I'm pretty sure we caught it quick, but out of an abundance of caution, I'll go ahead and schedule a CT scan for Celine. Just to rule out vestibular disorder. But I just have no idea why these guys insist on working such long hours at the site. They know that it's against regulations. I just don't think that they're fully aware of the risks. But who knows? Maybe the taste of seaweed in their mouth will remind them to put their health first. Oh, hier sind alle Systeme kaputt. Da können wir also wieder nichts entsperren. Wieder keine freien Türen. Nix. Aber dafür noch ein Poster. Oh, I chose the wrong profession. So, das war's im Behandlungszimmer. Wo führt uns der Weg hin? Guck mal, das ist die Surgery. Der wird geschnippelt. Das hier ist alles zu. B2 Subsection C. Oh, hier hilft uns doch mal unsere Karte was. Isolation Room. Es ist halt krass, ne, wenn man sich so vorstellt, man ist auf so einer Station. So alles ohne Fenster, ohne Licht nach draußen, ohne irgendwie diesen Eindruck, dass draußen noch was ist, sondern dieses Eingekapselte ist schon echt eklig. Das Einzige, was du hast, ist hier so dieses Bild vom Kirschbaum, den wir in der Folge 1 gesehen haben, der uns zeigt, ja, hier bauen wir uns was Neues auf. Das machen wir weiter in der nächsten Folge, denn für heute ist schon wieder Schluss. Das war Folge 2 zu Fort Solis und was sich jetzt hier unten in dieser Krankenstation noch entwickelt, ob wir Wyatt finden oder denjenigen, den er behandelt hat, das sehen wir hoffentlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.